Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier Survival Games. Wir spielen auch wieder Solo Survival Games, also es sind wieder keine Teams erlaubt. Finde ich eigentlich immer ganz cool. Finde ich cool, dass es das hier gibt auf Gomme. Und ich muss euch gleich erstmal was richtig Heftiges sagen, aber vorher muss ich erstmal in die Mitte gehen, weil sonst bin ich total verwirrt. Schnell, komm! Ja, ja, ja. Ich habe schon mal eine. Oh, nice. Ich habe einfach mal alles gekriegt. Das ist selten bei mir. Okay, das eine Fleisch, das konnte er haben, aber die Steaks, die wollte ich dann doch noch ganz gerne mitnehmen. Oh, Rüstung jetzt auch noch. Das ist ja auch eine meiner Lieblingsmaps, muss ich ja schon sagen. Isla de la Rosa. Uiuiui, ist gute Map. Macht. Ach ja, hier kommt man ja nicht mehr dran an die Scheißtruhe da, aber egal. Geh mal bei dir. Übrigens, ja, stimmt. Das wollte ich ja ansprechen, nachdem ich ja hier aus der Mitte bin. Und zwar ist was richtig krasses, der Met 11. Hatte ich ja gesagt. Met 13 übrigens in Minecraft. Auf Gommel könnt ihr den gerne mal adden. Ich denke, der wird auch mal die eine oder andere Runde mit euch spielen. Ich weiß es nicht. Macht's einfach mal. Lasst ihm schöne Grüße da. Er hat mir anscheinend Lifetime Premium auf Gommel geholt. Also ich bin noch nicht. Ich komme da noch nicht ganz so drauf klar, Leute. Ich realisiere das auch noch nicht so. Aber er hat es mir zumindest gesagt. Und er hat auch selbst Lifetime Premium, soweit ich weiß. Also. Es kann tatsächlich sein, dass der das tatsächlich mir geholt hätte. Es wäre was unfassbar krasses. Ihr wisst, wie teuer Lifetime Premium ist. Es sind 100 Euro, die das kostet. Und es wäre einfach nur so ultra. Ich bin ja schon über diesen Monat total froh, den er mir hier geschenkt hat. Finde ich eine richtig geile Aktion, muss ich ganz klar sagen. Und ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also das ist eine ganz komische Situation. Ich freue mich halt da übelst drüber und ich weiß nicht, was man dem da zurückgeben kann für, also, ich habe keine Ahnung, es ist total merkwürdig. Also, ach, ich weiß nicht, was ich tun kann für ihn. Ich zocke ja schon immer mit ihm, es macht ja auch ultra viel Spaß, auch mit ihm zu zocken und so weiter. Ich finde es einfach cool. Ich finde es cool. Ich feiere den. Also, ich werde es aber, glaube ich, denke ich mal, nur realisieren, wenn der Monat hier abgelaufen ist und dann der zweite Monat kommt. Und ich dann so sehe, what, ich habe dann immer noch Premium, yo. Wenn man das realisiert, ist, glaube ich, richtig krass. Oh, was wir hier für Zeugs finden. Richtig viel Crap auch, muss ich sagen. Hier, das braucht man alles nicht. So, oh, jetzt habe ich die Angel weggetan. Die könnten wir theoretisch doch noch gebrauchen. Nehmen wir mal mit. So, jetzt sind wir hier eigentlich ganz gut ausgerüstet so. Ja, vielleicht auch mal ein bisschen Eisenzeug noch finden, das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber ansonsten sieht das eigentlich schon ganz gut aus, kann man anders nicht sagen. Bin ich sehr zufrieden mit. Okay, jetzt müssen wir nochmal zusehen, dass wir hier auch mal ein paar Typen finden. Wir haben ja einen Tracker, das ist ja schon mal ganz gut. Es leben auch gar nicht mehr so viele, also es geht 10 Leute, die sind natürlich machbar, die auch mal zu bewältigen hier alleine. Essensmäßig sind wir sehr gut aufgestellt. Rüstung haben wir, zwar nicht die aller... Feinste, aber wir haben Rüstung. Und das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das ist sehr gut. Und wir haben Feuerzeug, womit ich auch in der letzten Zeit eigentlich ganz gut war, muss ich sagen. Also ich kann die mittlerweile anzünden. Wie der Peterle, der zündet die ganzen Leute an. Ich zünd dich an, ist ja sozusagen sein Slogan. Für alle, die ihn nicht kennen, einfach mal googeln oder auf YouTube einfach gucken. Peterle, Peterle, wie man es spricht. Peterle. LE. So, 8 Spieler nur noch. Also es dezimiert sich hier von alleine, ohne dass ich irgendwas machen muss. Oh, da ist ein Typ. Der hatte aber gar nicht mal so scheiß Rüstung, nämlich Eisenzeugs. Was hat er denn noch? Eine Angel. Die wird mit Sicherheit noch geileres Zeugs haben. Ich glaube, da rennen wir mal schön von weg. Von dem Kollegen. Oh, der hat aber nur ein Holzschwert. Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine bessere Waffe als er. Aber er hat natürlich guten Stuff. Keine Frage. Aber der kann sich ruhig mal verpissen, der Typ. Oh, jetzt findet er gewiss noch mal besseres Zeugs. Ja, ja. Beangel mich mal. Wie viele Pfeile habe ich? 8 Stück, wenn er hier kommt. Jetzt, Team ist verboten, mein Freundchen. Oh, jetzt wirst du sterben, Kollege. Jetzt wirst du leiden.
Komm schon. Komm schon. Oh nee, ich habe keine Pfeile mehr. Wow. Schnell was essen, Alter. Der hat mir ordentlich was mitgegeben hier. Aber wir haben uns gut geheilt. Schnell weg. Oh. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein. Ah, vielleicht können wir jetzt noch schnell in eine neue Runde rein. Es geht ja hier immer ganz zügig, aber schade, Mann. Der hat mich gut gekillt. Kann man anders nicht sagen. Wo können wir denn? Oh, hier SG6 wäre schön. Oh, hier backt abends immer. Oh, guckt es euch an. Das sind die typischen Bugs. Oh, jetzt hänge ich hier irgendwo rum. Freeze Island wäre auch nicht schlecht. Also das ist abends nicht so geil, muss man echt sagen. Aber es geht direkt los, oder? Ja, in 20 Sekunden. Okay, die können wir kurz warten. Machen wir eine kurze Runde. Ich hoffe, das geht klar, meine Freunde. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie die Runde wird. Die letzte war ja mehr oder weniger gut. Eher weniger gut. Keinen Kontakt zu irgendwem gehabt und dann, ja, kläglich gestorben gegen einen Eisentypen. Aber naja, so läuft's halt mal. So läuft es. Naja, die Map, die ist auf jeden Fall ganz cool. Also ist ja auch eine ziemlich alte Map schon. Wir können eigentlich mal hier die Truhe direkt anpeilen. Wir könnten dann hinten weggehen. In die Mitte brauchen wir eigentlich nicht unbedingt gehen. Weil auf jeder Map, weiß ich auch nicht, da gehe ich nicht so gerne in die Mitte. Okay, Waffe haben wir schon mal. Schon mal gar nicht mal so schlecht. Jetzt haben wir auch ein bisschen was an Rüstung. Bogen haben wir. Ich würde sagen, es läuft. Es läuft. So. Und da boxt mich doch schon wieder einer. Komm mal her. Den haben wir. Schön. Schnell was futtern. Oh, der hat hier sogar noch Schuhe. Zack. Immer schön anziehen, die Schuhe. Zack, den einmal hitten. Und jetzt kann er sich auch verabschieden, der Kollege. Hä? Boah, der verwirrt mich total. So ein Skin, ey. Übelste Verwirrung. Ah, du. Hä? Aber ich dachte schon, der kriegt Damage. Ja, das kann jetzt ewig so weitergehen, wenn er jetzt so weitergeht. Das wäre ziemlich schwul, muss ich sagen. Oh, da sind Seerosen. Die können wir natürlich. Oh, mein Telefon klingelt jetzt. Oh. Egal, ich gehe einfach nicht hin. Muss ein anderer machen. So. Oh, dann. Der hat es nicht gepackt, hier hochzugehen, der Typ. Was a Noob. Vielleicht finde ich ja hier irgendwie noch was Geileres. Ah, ich dachte, das Ding fällt da mal runter, aber nee. Boah, von wo kam der denn an? Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet mit dem Typen. Der kam aus dem Nichts. Egal, den haben wir easy geholt, würde ich sagen. Alter, ey. Wie ist der denn hier hochgekommen, bitteschön? Hat der sich hier hingeportet oder was? Also ich habe nichts gesehen, aber naja. War ein schöner Essenslieferant, obwohl ich gar nichts bestellt hatte eigentlich. Naja, ist ja nicht schlimm. Kann man ja nur so dankend annehmen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber hier wieder weg. Ich weiß nicht, was mit dem anderen Typen los ist. Ist der weg oder so? Also zumindest habe ich den gerade echt nicht mehr gesehen. Vielleicht sneakt der auch irgendwo, kann sein. Muss aber nicht unbedingt so sein. Vielleicht ist er jetzt auch gleich wieder jemand da. Weil eigentlich so entkommen lassen möchte ich ihn natürlich nicht. Das wäre ja ein bisschen fatal. So, wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir hier noch ein paar Typen killen. Also bislang mit der Rüstung bin ich nicht so ganz zufrieden. Leben auch nur noch 7 Leute. Also
Wir haben zwar wieder alles besetzt an Rüstung, aber es ist halt nicht die stärkste. Also, ich möchte halt schon Eisenrüstung haben. Wir haben auch keinen Tracker. Das heißt, wir können halt nicht so gut einschätzen, wo die Leute sind. Aber ich meine, von hier hinten käme jetzt irgendwie ein Geräusch. Also, eben war ja irgendein TNT-Knall. Vielleicht kam der von hier hinten irgendwo. Wir gucken einfach mal. Wir haben ja Zeit hier. Jedenfalls, oh, hier liegt auf jeden Fall Zeug. Aber alles nur Crap. Okay. Schade, schade. Ah, die Hose, die haben wir leider auch schon. Ja, wir finden momentan wirklich nicht so das geilste Zeug, muss man ganz klar sagen. Vielleicht haben wir ja irgendein andermal Glück. Also, ich hatte eigentlich heute viele coole Runden, aber ich muss jetzt notgedrungen aufnehmen. Weil wir haben jetzt schon wieder, ich glaube, 9 Uhr oder so. Ich wollte heute auch nicht so lange aufbleiben. Das heißt, 10 Uhr oder so gehe ich heute mal pennen. Und dann, ja, weil ich kann hier immer so mega lange aufbleiben. Das ist richtig scheiße. Ich brauche richtig viel Schlaf. Und ich schlafe auch immer eigentlich ziemlich gut. Und es leben auch jetzt nur 6 Spielerchen. Was ist da los? Was ist da los? Oh, jetzt. Oh, der hat mich getroffen. Na, ah, fuck. Ja, aber jetzt sind wir gleich wieder voll. Ja, Kollege. So nicht. Keiner kann mich anzünden. Niemals. Oh, der hatte sogar Heal Potions. Der ist gut equipped, der Typ. Wenn wir den kriegen. Ja, wir haben den... aber ordentlich einen mitgegeben hier. Und jetzt haben wir ihn. Immer noch nicht. Lol, der ist doch fast tot. Der hat nicht viel. Geh auf ihn drauf. Der ist fast tot, aber ich will den Kill. Oh, da kickt er ihn raus. Oh, das war mies. Oh, Alter. Ja, da hat er mich. Ah, schade, ey. Die TNT-Teile, die waren gut geplaced. Nicht schlecht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen hier. War eine aufregende letzte Runde auf jeden Fall. Ja, diesmal nicht so ganz erfolgreich. Aber naja, gehört auch dazu, ne? Wir sehen uns dann im morgigen Video wieder. Bis dann, meine Leute. Ciao.